Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Erlvib Bestwin. Nachdem wir die Bekanntschaft mit Firan gemacht haben und wir einen Handel mit ihr geschlossen haben, reden wir weiter mit Mont Blanc. Unglaublich, Kupo. Eine echte Viera. Und wir sollten den Kampf mit dem Widerstand helfen? Es war schon immer mein Traum, für Gerechtigkeit zu kämpfen, Kupo. Neben der Schauspielerei natürlich. Was für eine aufregende Wendung, Kupo. Wir müssen sofort zurück zur Theaterwerkstatt und den anderen davon erzählen. Dann gehen wir zurück zu Prima Vista. Verstehe. Das dürfte sich allerdings äußerst schwierig gestalten. Die Viera aus dem Golmorchengel sind ein Waldvolk, das zwar im nominell unter dalmaskische Jurisdiktion fällt, de facto aber schon immer in einer autarken Gemeinschaft mit eigenen Gesetzen gelebt hat. Jedes Dorf hat seine eigenen Vorschriften, die strikt eingehalten werden müssen. Alle Viera einen jedoch zwei Gebote. Kontakt zur Außenwelt ist strengstens untersagt und sie verpflichten sich, Hüter des Waldes zu sein. Die meisten Angehörigen des Volkes verlassen den Wald ihr Leben lang nicht. Nur wenige wagen es, den Vorschriften ihres Volkes zu entsagen und in den Städten Dalmaskas zu leben. Diese Fran, die ihr getroffen hat, ist vermutlich eine davon. Ja, gut möglich, Kupo. Sie hat jedenfalls gemeint, dass sie das Kloster von Orbone kennen würde. Also müssen wir alles tun, um ihre Gunst zu gewinnen, Kupo. Bei ihren Forderungen ist das leider leichter gesagt als getan. Aber wer weiß, mit den guten Kontakten unserer abenteuerlustigen Freundin gelingt uns das Unmögliche ja vielleicht. Hallo Erlvib, es geht um euer Gesuch. Wir sind zu dem Schluss gekommen und möchten euch gerne meine Antwort mitteilen. Ich erwarte euch im Handelshaus hier in Kugane. Kommt vorbei, sobald es eure Zeit erlaubt. Da bin ich natürlich mit von der Partie. Ich muss auch wissen, wie es weitergeht. Dann lass uns der Ostaldenat Handelsgesellschaft mal einen Besuch abstatten. Ich freue mich schon, dein Verhandlungsgeschick und dein politisches Gespür aus der ersten Reihe mitzuerleben. Oh, aber vielleicht sollten wir Bwagi unten am Luftschiff-Landeplatz Bescheid geben. Er soll doch ein Auge auf uns haben. Dann gehen wir wieder zum Bwagi. So, verstehe. Der Plan nimmt also Gestalt an. Dann werde ich euch begleiten. Versucht gar nicht erst, mich davon abzuhalten. Es wäre sowieso zwecklos. Okay, dann gehen wir direkt zur Ostaldenat Handelsgesellschaft. Das ist ja gleich hier ums Eck, genau. Ich bin sehr gespannt, was Hancock zu sagen hat. Bist du bereit für die Unterhaltung?
Welch seltener Anblick! Ihr müsst ein Bangar sein, aus Dalmaska, wenn mich nicht alles täuscht. Dass einige Vertreter eures Volkes in der Prima Vista ein- und ausgehen, war mir bekannt. Aber dass ich so schnell einen treffen würde, hätte ich nicht gedacht. Doch wo bleiben meine Manieren? Ich sollte mich erst einmal vorstellen. Bitte verzeiht, ich bin Hancock, der ständige Vertreter der Ost-Aldenat Handelsgesellschaft in Kugane. Höchst erfreut. Alvip, Hancock, entschuldigt, dass ich euch warten ließ. Ich bin auch etwas spät dran. Tut mir leid. Erlaubt mir, mich vorzustellen, Wagi. Ich bin Yugiri, Vasallin des domanischen Herrschers Hien. Ich komme als Gesandte der östlichen Verbände. Und ich bin Tataru, Buchhalterin des Bundes der Morgenröte. Ich vertrete hier die Eoseische Allianz. Danke, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Vagi. Ich gehöre Lentes Träne an, einer dalmaskischen Widerstandsbewegung. Aber genug der Vorreden. Kommen wir zur Sache. Das will ich gerne tun, um es kurz zu machen. Die Ost-Aldenat Handelsgesellschaft sieht sich außerstande, Lentes Träne finanziell zu unterstützen. Wie ihr sicher wisst, nehmen wir, wie auch Kugane, eine neutrale Stellung in Hingashi ein. Natürlich sind wir letztlich auf Seiten der Eoseischen Allianz, das bestreite ich nicht. Aber zumindest hier in Hingashi sind wir darum bemüht, nichts zu unternehmen, was das Kaiserreich provozieren könnte. Das gilt bei finanziellen Zuwendungen noch mehr als bei bloßen Handelsaktivitäten sowieso schon. Erstere müssten die Galea zwangsläufig als Affront auffassen. Aus diesem Grund, so sehr es mich auch betrübt, können wir euch leider nicht helfen. Aber ohne Geld sind wir aufgeschmissen. Wir fühlen uns der Eoseischen Allianz verbunden, denn uns einen ähnliche Ziele. Aber unsere Partnerschaft ist schlussendlich rein geschäftlich. Wir investieren, weil wir im Gegenzug Profit daraus schlagen. Das müsst ihr doch von allen am besten verstehen, werte Alvip. Man will helfen, wo es nur geht. Doch nicht immer erlauben es die Umstände. Was die Eoseische Allianz angeht, wo soll ich anfangen? Zunächst ist der Bund der Morgenröte derzeit geschwächt, aber... Dennoch hast du dich bemüht, die Anführer der Stadtstaaten zu mehr Mitarbeit zu bewegen. Doch aufgrund der unwägbaren Lage fiel die Resonanz ziemlich nüchtern aus. Aber woher weißt du das? Kannst du etwa hell sehen? Hien würde die Kräfte der östlichen Verbände nur allzu gern mit dem dalmaskischen Widerstand einen. Doch nach den jüngsten Ereignissen in Rabanaste scheinen Dalmaskas Kräfte geschwächt zu sein. Die Führung wurde ausgemerzt, viele Soldaten sind tot, so heißt es. Das muss ich leider bestätigen. Die Überlebenden sind in den Untergrund gegangen und warten auf eine Chance zum Rückschlag. Die 4. Legion, die Dalmaska besetzt hält, ist ein gefährlicher Gegner. Um ihm die Stirn bieten zu können, müsste sich der gesamte Widerstand mit all seinen Splittergruppen zu einer großen dalmaskischen Befreiungsarmee vereinen. Eine einzige Splittergruppe zu unterstützen, können wir uns jedenfalls nicht leisten. Wir müssten zu viele Truppen entsenden und das können wir uns im Hinblick auf unseren eigenen Konflikt mit den Galea nicht erlauben. Verstehe. Anders sähe die Sache vermutlich aus, wenn wir uns eurem Kampf anschließen würden, nicht wahr?
Selbstverständlich, wir würden euch mit offenen Armen empfangen. Aber wir können euch nicht garantieren, dass der Ausgang unseres Kampfes auch in eurem Sinne wäre. Und selbst wenn wir die Galea aus Dalmasca vertreiben sollten, fangen die Probleme doch erst an. Dein Herr denkt weit voraus. Dass nach dem Sieg über die Besatzer Machtkämpfe zwischen den Splittergruppen ausbrechen würden, ist mehr als wahrscheinlich. Ein weiteres Risiko, wegen dem wir einer einzelnen Gruppe keine Unterstützung gewähren können. Das ist es doch, was du sagen möchtest, oder? Ich hoffe, ich habe euch nicht gekränkt. In Doma stehen die Dinge anders. Dort steht das ganze Volk geschlossen hinter König Hirn. Natürlich nicht. Du hast ja vollkommen recht. Mit einer bloßen Vertreibung der Galea wäre ein Sieg noch nicht erreicht. Zuerst einmal müssen wir die Basis für einen dauerhaften Frieden schaffen. Haha, Fran hat mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Sie hat eure Reaktion genau vorhergesehen. Aber warum hat sie uns einen Handel vorgeschlagen, wenn sie von vornherein wusste, dass ihre Gesuche auf taube Ohren stoßen würden? Weil ihre Herrin gehofft hat, dass es was bringen würde. Na, wie auch immer. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall ganz schön in der Patsche. Ich werde Fran über den Ausgang unseres Gespräches informieren. Gehabt euch wohl. Und bitte verzeiht uns, dass wir nicht ganz ehrlich mit euch waren. Und was wird zu uns aus unserem Ausflug zum Kloster? Ja, das war das was dann wohl fürs Erste. Zurück zur Prima Vista, würde ich sagen. Vielen Dank für eure Bemühungen. Diese Neuigkeiten sind höchst bedauerlich, obgleich ich die einzelnen Positionen natürlich nur allzu gut nachvollziehen kann. Leider sind wir in dieser Sache völlig machtlos. Ich verstehe immer noch nicht, warum diese Fran ihre Bitte an uns herangetragen hat, obwohl sie sich der Aussichtlosigkeit bewusst war. Weil die ganze Sache eine Idee ihrer Anführerin war, so hat es zumindest Vagi erklärt. Diese Anführung muss ein sehr reines Herz haben. Oder die Höflichkeit mal vor der Tür gelassen. Sie ist wohl ein wenig naiv und scheint nicht recht zu verstehen, wie die Welt sich dreht. Und so jemand für eine Widerstandsgruppe? Wenn ihr euch da mal nicht irrt. Diese Fran war doch super streng. Wenn dir einer dient, dann muss sie noch viel strenger sein, Kupo. Oder äußerst schutzbedürftig. Eventuell ist die Dame sehr jung und Fran hat es nicht übers Herz gebracht, ihre Bitte einfach abzuschmettern. Vielleicht wollte sie ihr auch eine Lehre erteilen. Ihr zeigen, dass bloßer Widerstand nicht reicht, egal wie berechtigt er ist. Eine unerfahrene Anführerin muss so etwas vielleicht am eigenen Leibe erfahren.
Nicht jeder ist empfänglich für gute Ratschläge. Gerade in jungen Jahren können Stolz und Trotz uns vor unnötig viele Steine in den Weg legen. Wobei diese Charakterzüge für einen Anführer natürlich durchaus wichtig sind. Mir ist übrigens zu Ohren gekommen, dass eine Anführerin des dalmaskischen Widerstands eine Nachfahrin des Königshauses sein soll. Könnte es sein, dass wir es mit eben jener Prinzessin zu tun haben? Das reicht für heute an Spekulationen, flüchtiger Galea. Entschuldigt, die Tür stand offen. Bist du Fran? Scharf kombiniert, Kleiner. Die Anführerin von Lentes Zähne schickt mich. Ich grüße euch, Fran. Ich bin Jemolnes Senlexenthale, Direktor der Theatergruppe Majestas. Ich heiße euch herzlich willkommen. Was genau führt euch zu uns, wenn ich fragen darf? Unser Teil der Abmachung. Ihr habt zwar nicht erreicht, was wir uns erhofft hatten, aber ihr habt euch doch redlich bemüht. Das ist überaus edel von euch, vielen Dank. Wo befindet sich denn der Ort, nach dem wir suchen? Bei dem Kloster von Orobone handelt es sich um eine Ruine, die hinter einem Wasserfall inmitten des Flussdeltas verborgen liegt. Hab vielen Dank, werte Frau. Vater, wir sollten sofort aufbrechen. Die Zeit drängt. Ramsa, was hat das alles zu bedeuten? Alma, du solltest doch im Bett bleiben. Wie fühlst du dich? Viel besser. Mach dir um mich keine Sorgen. Hey, passt bitte auf den Boss auf, ja? Ich will nicht, dass ihr dasselbe Schicksal widerfährt wie Gebagammern. Ach, vergiss es einfach. Was? Du willst uns begleiten? Das kann ich nicht verantworten, Schwester. Nicht in deinem Zustand. Der Cherub Ultima ruft nach mir, Bruder. Durch den Otius. Was? Sorge dich nicht, Mikoto. Doch Mikoto hat bereits entsprechende Maßnahmen getroffen. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, den Namen von Oran reinzuwaschen. Das musst ihr mir glauben. Niemals. Was würde deine Mutter von mir denken, wenn dir etwas zustoßen würde? Du bleibst brav in deinem Bett. Als wäre es das, worum du dich sorgst. In Wirklichkeit geht es dir doch nur um den Aurasiten, mit dem du Mutter wieder zum Leben erwecken willst. Doch um das zu vollbringen, ist ein aufrechter Wunsch vonnöten. Und wir wissen nicht, wie wir diesen Ausdruck verleihen können. Aber Cherub Ultima weiß das sicher. Sie hat die Aurasiten schließlich erschaffen. Cherub Ultima ruft nach mir. Sie will, dass ich zu ihr komme. Also will ich mich nützlich machen. Kommt gar nicht in Frage. Die Lebenden sind wichtiger als die Toten. Das siehst du doch auch so, Vater. Ich habe mich geirrt, Alma. Es ist wie Ramsa sagt. Ihr bedeutet mir alles und ich will euch nicht verlieren. Diese Einsicht kommt leider zu spät. Und wie gemein von dir, Vater. Ich war immer für dich da. Ich... Fallt nicht darauf herein. Es ist der Otias, der durch sie spricht.
Ramsa, hilf mir! Alma! Verdammt! Verflucht! Das ist also die schreckliche Macht der Aurazid. Ich hab dir doch gesagt, dass diese Dinge nicht zu kontrollieren sind, Fran. Nimm dies und eile zum Kloster von Orbonne. Vielleicht kann Alma noch gerettet werden. Wir brechen sofort aus. Unser Ziel ist der Golmor-Dschungel. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bist du bereit für den Abflug? Von mir aus kann es jederzeit losgehen. Na dann los. Kurs auf den Golmor-Dschungel. Setzen und volle Kraft voraus. Dieser Wald war meine Heimat, bevor ich ihr den Rücken kehrte. Alma! Ramsa! Bitte hilf mir. Alma! Hinfort mit dir, elender Dämon! Alma! Ramsa! Erbe dessen, der mich einst rief, werde mein Gefäß sowie die Übereinkunft es vorsah. Nein! Sie muss sofort versorgt werden. Vagi, schnapp dir die Kleine. Los, zurück zu Prima Vista! Bist du bereit? Bist du für fähig, das Unheil zu vernichten? Was machst du da, Kupo? Wir haben keine Zeit zum Träumen.
Alma ist zurück, doch dafür wird Ramsa vermisst? Womit habe ich das bloß verdient? Was für eine tragische Wendung. Wir müssen schnellstens einen Weg finden, um Ramsa zu retten. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Meine Berechnungen waren zu ungenau. Das glaube ich nicht. Alma konnten wir schließlich aus den Klauen des Otios befreien. Was mich schon eher beschäftigt, wem gehört die Stimme, die wir gehört haben? Ob es sich dabei um Cherub Ultima handelt? Sie nannte Ramsa einen Erben. Sollte es etwa euer Vorfahre gewesen sein, die sie in diese Welt riefen? Unmöglich. Davon ist in Durai-Chroniken nirgendwo die Rede. Cherub Ultima soll schon länger vor ivalisischer Zeitrechnung existiert haben. Wer soll es dann gewesen sein? Die Kette! Sie leuchtet, Kupo. Ramsa soll tot sein? Das will ich nicht glauben. Du musst von Sinn sein, Orran. Sag, dass das nicht wahr ist. Er ist nicht tot, Delita, mein Herr. Er hat seinen Körper entsagt und ist zu Äther geworden. Sein letzter Wille lebt in dem heiligen Stein fort. Was nützt mir das, wenn Ramsa nicht mehr unter uns weilt? Warum nur musste er sich opfern, jetzt wo der Krieg endlich beendet ist und wieder Frieden in Ivalis herrscht? Er hat mich beschützt, als ich der Ausgeburt des Bösen Auge in Auge gegenüberstand. Ramsa hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Er war immer für mich da. Es ist einfach nicht fair. Eilt zu mir, Männer. Wir müssen uns formieren, um Ramsa zu retten. Hört mich an, Delita. Sankt Ayora, der berühmte Vorreiter der Zodiac-Streiter, ist ein gefallener Held, ein Feind Heiderlins. Den Schrecken zu bezwingen, den Ayora in diese Welt rief, das kann nur dem von Heiderlin Erwählten gelingen. Doch die Zeit scheint noch nicht zu gekommen. Warum sonst wäre Ramsa, der Bote Heidelins, der Krieger des Lichts, daran gescheitert? Ich soll also Däumchen drehen und abwarten? Ist es das, was du sagen willst? Nein, du sollst Ramsa vergessen. Das ist es, was mein Bruder sich gewünscht hat. Er will in Vergessenheit geraten. Alma? Alma, du lebst? Was soll das heißen, in Vergessenheit geraten? Wir konnten Cherub Ultima nichts anhaben. So blieb uns keine andere Wahl. Der Krieger des Lichts belegte sie mit einem mehrfachen Siegel, gewoben aus seinem eigenen Leben. Ihr wisst, was das bedeutet, nicht wahr, Delita? Er will, dass sein Opfer in Vergessenheit gerät, wie auch das Wissen um die Quelle der heiligen Steine und ihrer Macht. Nur so kann garantiert werden, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Wenn du sein Freund bist, dann wirst du seinen letzten Wunsch erfüllen.
Niemals! Ramsa verdient es, als Held gefeiert zu werden. Als Ritter hätte er an meiner Seite diesem Land zu neuer Blüte verhelfen sollen. So ist es doch, nicht wahr? Sag mir, dass ich nicht irre. Ramsa ist fort. Das ist die Wahrheit, die wir akzeptieren müssen. Mein Bruder hat seinen Auftrag dem nächsten Krieger des Lichts vermacht. Eines Tages wird Kerub Ultima zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz bestimmt. Wer der König der Lita? Werde König des neuen Iberlis und bringe ihm ewigen Frieden. Nein, Ramsa, gehe nicht. Ich brauche dich. Du darfst mich nicht verlassen. Das Schicksal von Iberlis liegt in deinen Händen, Delita. Du wirst ihm ein guter König sein. Lebe wohl, mein Freund. Ramsa. Mögen diese heiligen Steine den kommenden Boten zu Ramsa führen. So und nicht anders hätte er es gewollt, mein Herr. Oran, ich will dich nicht auch noch verlieren. Mir läge viel daran, wenn du bleiben würdest. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Nein, mein Herr. Die Kirche und die heiligen Ritter würden mich irgendwann finden. Ich würde euch bloß in Gefahr bringen. Alles, was ich weiß, habe ich in diesem Buch zusammengetragen. Es wird dem künftigen Boten eine große Hilfe sein. Und wie auch ihr will auch ich Ramsas Geschichte nicht für immer in Vergessenheit geraten lassen. Eine Geschichte übrigens, die der Kirche gar nicht gefallen wird. Denn sie würden darin nichts sehen als einen Angriff auf ihre Autorität. Sie würden nicht zulassen, dass die Öffentlichkeit jemals davon erfährt. Genau genommen denke ich, sie würden jedes einzelne Exemplar beschlagnahmen und in ihrer verbotenen Bibliothek wegsperren. Und es gäbe einen besseren Weg, die Überlieferung sicherzustellen, als die Schriften für immer in einem gut bewachten Verlies aufzubewahren? Wenn die Kirche eines Tages ihre Macht verliert, wird man die Chroniken entdecken und die Wahrheit ans Tageslicht kommen. Ich muss zugeben, dein Plan ist ziemlich raffiniert, Oran. Doch wenn die Kirche erfährt, dass du die Chroniken verfasst hast, wird dein Leben... Was ist passiert? Ist alles in Ordnung mit dir? Hattest du eine Vision? Wie bitte?
Alles, was bislang geschah, hatte Oran Durai und König Delita so geplant? Wenn all das wahr ist, dann ist das der Erbe dessen, der Cherub Ultima rief, gar kein Erbe, sondern eine Erbin? Kein Blutsverwandter, sondern diejenige, die von Heidelin zur Kriegerin des Lichts erkoren wurde. Endlich ergibt alles einen Sinn. Wieso? Aber wieso hat Ultima dann Ramsa entführt? Oder Alma? Es sei denn, es gibt da etwas, das du uns nicht erzählst. Sie hat uns benutzt, um Elvib zu sich zu locken. Alma, du bist aufgewacht! Wie töricht ich doch war. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann versuchen wir es eben mit Plan B, dachte ich mir. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Boss. Ich hatte ursprünglich vor, euch die Audaziten abzunehmen und die Galea damit zu bekämpfen, als wir eure Unterstützung nicht bekommen konnten. Ich war ja so dumm. Ist das dein Ernst? Das war dein Plan? Ja, das war er. Doch jetzt habe ich einen besseren. Ich gehe mit euch zum Kloster von Orbonne. Versteh mich nicht falsch. Das Schicksal flüchtiger Galea lässt mich völlig kalt. Aber eine Gefahr wie Cherub Ultima in meiner Heimat kann ich nicht tolerieren. Für den Golmor-Dschungel und das Königreich Dalmaska. Lass mich dir helfen, deine Pflicht zu erfüllen. Okay, dann ist das Kloster von Orbonne nun zugänglich. Die Folge ist ein bisschen länger geworden. Aber, naja. So ist es nun mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mir wieder Unterstützung für das Kloster von Orbonne hole. Bis dahin, macht's gut!